Moin, moin und herzlich willkommen zum Donnerstagabend-Livestream mit Hardcore Kerbal Colonization. Nicht durcheinander bringen. Und ich hoffe, ihr hattet bisher eine gute Woche. Wir sind diese Woche ein bisschen eher am Start als sonst, weil ich übers Wochenende unterwegs bin auf Familienfeierlichkeiten. Also habe ich gedacht, ich ziehe den Colonization-Livestream einfach auf heute vor und den Hardcore-Kerbal-Livestream habe ich, glaube ich, auf Montag gelegt, also Montag nächste Woche. Das überlappt sich jetzt zwar ein bisschen mit der Ausstrahlung der Aufzeichnung, aber da ist nur noch so eine 25-Minuten-Folge übrig, wo ich die Rakete starte mit der Besatzung von der Mondraumstation drin. Also nichts wirklich Wildes, von daher verpasst ihr da nicht allzu viel oder habt nicht allzu viel verpasst und könnt das ja gerne noch morgen nachholen. So, jetzt aber erstmal ein Hallo an den Ernie, den Thorsten, den Idel, den Hastur, den Darion, den Kazit, den Mindevil, den Jannekai, den Saruman, den Neo, den Emojack und den Dralo und an alle, die sonst schon da sind. Und kleine Neuerung, es gibt jetzt einen Nightbot hier im Chat. Ich habe mich mal, nachdem ich hier und da Kritik empfangen habe für... Ah, da kann man ja gar nicht den Discord-Link abrufen und solche Sachen. Gibt's jetzt einen Nightbot? Ich hoffe, der läuft nicht amok. Ich habe ihn jetzt mal reingeklickt und hoffe, das funktioniert alles. Das heißt, ihr könnt jetzt sowas wie Discord mit Ausrufezeichen Discord, glaube ich, abrufen. Glaube ich zumindest. Genau, siehste, Emojack hat's hinbekommen. Genau, und ich glaube, mit Ausrufezeichen Commands könnt ihr euch die ganzen... Kommandos angucken. Nee, da kann man dann draufklicken. Naja, wie das geht, dass man Kronaut wird, das kann man über eine bestimmte Formularliste. Das habe ich noch nicht in dem Nightbot eingerichtet. Muss ich dann auch nochmal einbauen. Aber nicht mehr jetzt. Jetzt fliegen wir Raumschiff. So. Und jetzt schauen wir mal. Eigentlich Ausrufezeichen Discord hätte gehen sollen. Jetzt schaue ich doch mal kurz nach. Wartet mal kurz. Ha. Custom. Vielleicht bin ich auch zu doof. Custom. Ha. Ha, wartet mal. Wartet mal. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Ich glaube, ich bin einfach zu dumm, Berechtigungslevel einzustellen. So. Und so. Jetzt müsste es, glaube ich, gehen. Und jetzt kann man mit Ausrufezeichen Discord sich zum Beispiel den Link zum Discord holen. Mit Ausrufezeichen Seacan kann man sich den Link zum Seacan-File holen. Und mit Ausrufezeichen Patreon, mehr habe ich erstmal nicht eingerichtet, den Link zu meinem Patreon-Account. So, theoretisch müsste das jetzt funktionieren. Wenn nicht, ist es jetzt egal. Und siehe da, es funktioniert. Tada! Kaum macht man es richtig, schon geht's. Jetzt kommen wir aber mal zu dem, was wir heute vorhaben. Wir haben heute vor, wir wollen die Besatzung zur Mondraumstation bringen. Und was haben wir dann eigentlich vor? Supply Run macht gerade das Ding. Explore Duna hält sich noch eine Weile, glaube ich. Magnetic Field Minmus. Mal gucken. Mal gucken. Also der Supply Run wird sich jetzt gleich erledigen. Das machen wir jetzt mal fertig. So. Und bringen mal die Jungs zusammen mit den Supplies rüber zu ihrer Raumstation, auf die sie nämlich seit der letzten Folge eigentlich wollen. Das ist ja auch wieder ein Schwung Abonnentenkörbels. Und ansonsten gucken wir mal. Ja, das Space Camp, da bin ich auch echt gespannt drauf. Da können wir uns ja potenziell viele neue Kandidaten holen, die uns auf der Raumstation oder auf den Raumstationen und Basen dann unterstützen können. Aber zuerst müssen sie natürlich 40 Tage im Weltall durchhalten. Mal gucken, wie viele von denen das wirklich schaffen und wie viele vorher aufgeben oder dann doch kein Kerbonaut. Entschuldigung, habe ich Astronaut gesagt? Ich meine natürlich Kerbonaut. Wir wollen ja hier mal nicht Falschaussagen treffen. Kein Kerbonaut mehr werden möchte. So, falscher Knopf. Dicke Finger. Viel zu dicke Finger. So, ja, wie gesagt, heute mal etwas ungewöhnlicher Tag. Obwohl es eigentlich der historisch ursprüngliche Livestream-Tag ist. Für die, die schon länger dabei sind, erinnern sich sicherlich, der ein oder andere von euch, dass ich früher mal, glaube ich, immer am Donnerstag gelivestreamt habe. Das war eigentlich mal der Livestream-Tag, TM. So, und jetzt schauen wir mal, ob ich dann tatsächlich auch in der gleichen Richtung ankomme, wie... die Raumstation sich dreht.
Den Fehler habe ich nämlich schon einmal in meinem Leben gemacht. Den mache ich nicht nochmal. Aber das sieht gut aus. Wir kommen so. Die Raumstation ist auch in die Richtung unterwegs. Das sieht gut aus. Immer peinlich ist nämlich, wenn man einfach stumpf in die falsche Richtung unterwegs ist. Bin ich aber nicht. So, jetzt haben wir noch 5 Minuten Zeit, bis unser Manöver kommt. Das sollten wir schaffen. Locker flockig. Ja, Delta V haben wir auch mehr als genug. Da können wir dann direkt noch die Rakete angekoppelt lassen für eventuelle Rückkehrmissionen. Also falls wir mal wieder nach Hause wollen mit der Besatzung. Und ja, da müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Mich würde es potenziell reizen, nachdem wir die hier abgesetzt haben, die Vögel, an ihrer Raumstation, eigentlich mal die Grundlagen zu schaffen für Version 2.0 unserer Mondbasis. Also eine Mondbasis, die längerfristig dort bestehen kann. Dafür haben wir ja den Mond ein bisschen intensiver gescannt nach Ressourcen. Und das würde ich gerne anfangen aufzubauen, weil da müssen wir so ein bisschen Teile normieren, Sachen aufeinander abstimmen. Das macht, glaube ich, ganz viel Spaß, das zusammenzubauen. Und könnte auf jeden Fall spannend werden und soll ja auch mal eine langfristige Grundlage sein, weil unsere jetzige Mondbasis hat noch, jetzt lass mich mal gucken. Unsere jetzige Mondbasis hat noch, Gott, diese riesen, guck mal, diese riesen Liste des Space Camps, einfach mal endlos viele Kerbals im Weltall. Da gucken wir nachher auch nochmal vorbei. Die Moonbase Alpha hat jetzt noch für 83 Tage Supplies. Dann ist da nämlich Feierabend. Und ja, diesmal dann natürlich im richtigen Krater, um Himmels Willen. Ich habe ja hoffentlich was draus gelernt. So, und bevor ich jetzt starte, kommen wir natürlich auch noch zum zweitwichtigsten Teil nach der Begrüßung. Der Getränkeauswahl. Wartet mal. Ich muss mal gucken, dass man das sehen kann. Also heute bin ich nicht auf der Bierebene unterwegs, sondern es ist ja Arbeitswoche. Da trinke ich dann natürlich auch mal einen Whisky. Ja, und bei mir ist es heute ein Killbaggin. Da war noch ein bisschen was in der Flasche drin. Jetzt nicht mehr. Das ist ein irischer Whisky, sehr angenehm zu trinken. Und da ein guter Freund von mir gerade am Wochenende aus Irland zurückgekommen ist, von einem kleinen Trekking-Wander-Ausflugstrip. Schöne Grüße an dieser Stelle. Habe ich gedacht, ich trinke mal was Irisches, um das Ganze abzuschließen. So, jetzt gucken wir mal kurz mit einer Zwischenzündung, wie lange wir dann eigentlich brauchen zum Brennen. 1 Minute 40, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit bis dahin. Müssen wir also jetzt keine Hektik ausbrechen lassen. Sehr schön. Ich würde sagen, ich zeitraffer mal ein bisschen was davon weg. Ne? Wir wollen ja effektiv auch was anfangen mit der Zeit. Von daher ran ans Manöver und Feuer frei. Und ich steuere das mal ein bisschen aus, dass wir hier auch sauber drauf sitzen. Ja, und dann schaffen wir es ziemlich gut mit der Stufe, die für den Transfer gedacht war, auch den Transfer zu fliegen. Wahrscheinlich wird das noch reichen, um uns gerade so oder zumindest zu großen Teilen in den Moon Orbit einzubremsen. Und dann haben wir unsere Manöverstufe, die reicht auf jeden Fall locker, um andocken zu gehen. Wir haben auch ein bisschen Monopropellant mit, also das, was halt vorne in der Kapsel drin ist, um das Docking-Manöver zu machen. Und ich muss sagen, oh, der Emo-Jack ist heute aber großzügig. Hat da jemand die Spendierhosen an? Obwohl, ich habe gelernt, Emo, du trägst ja nie Hosen, richtig? Vielen Dank für die Spende. Ich freue mich sehr. Nächstes Mal bist du wieder dran. Sag, dass du Hosen anhast. Los, sag irgendwas, dass du Hosen anhast. Was ich hier sehr schön finde mit dem Service-Modul, das ist diesmal optisch echt schick geworden. So ein bisschen Orion-mäßig. Ich stehe auf diese Optik total. Ja, und eigentlich kann ich jetzt auch aufhören zu streamen, oder? Ich meine, 20 Euro eingenommen. Was mache ich hier eigentlich noch? Ah, du besitzt Hosen. Das ist schön. Das war nicht, was ich hören wollte, Jack, aber ja. 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 Naja. Der Jack. Mit Hosen, bestimmt. Vielleicht wenigstens mit Unterhosen. Gott sei Dank habe ich diesen Stream auf 18 gestellt. So, Jack, wollen wir noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern vom Kerbal-Treffen? Oder lassen wir die Leute verhungern mit dem Wissen, das sie nicht haben? Ich glaube, wir erzählen heute mal ein bisschen was vom Kerbal.de-Treffen. Da waren der Jack und ich nämlich am letzten Wochenende gewesen im Science Center Spektrum in Berlin. Und dort haben wir uns zusammen mit anderen Kerbonauten wissenschaftlichen Aufgaben gestellt, Forschung betrieben und sogar KSP gespielt. Und vielleicht mag jemand von euch, weil ich habe diesen Befehl noch nicht in den blöden Bot eingebaut und wird jetzt gerne nicht das Fliegen unterbrechen. Vielleicht mag jemand von euch so nett sein und dem lieben Mindevil mal den Link zu der Ich-will-ein-Kerbonaut-sein-Liste geben. Das wäre total
zuvorkommt von euch. Okay, mehr Gas geben wir jetzt nicht. Wird nur noch schneller, dann bremsen wir halt ein bisschen aus einem höheren Orbit rein. So, jetzt gucken wir mal. Natürlich warst du auch da, Idel, aber ich rede jetzt gerade mit Jack, der hat 20 Euro gespendet. Wenn du 20 Euro spendest, rede ich danach auch mit dir. Ja, der Idel war natürlich auch da und der... Oh Gott, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Creepy Shadow? Ich glaube. Also Shadow halt. Ja, also zwei Abonnenten-Zuschauer vom Jack und von mir. Und vom Jack haben sie, glaube ich, Autogrammkarten abgegriffen. Der war professionell vorbereitet. Ich kann das nochmal zeigen. So sieht das aus, wenn man ein professioneller, gut vorbereiteter Streamer ist. Dann hat man solche Autogrammkarten. Ich habe jetzt auch welche, und zwar von Emo Jack. Und ich habe Selfies verteilen dürfen. Ich war total jung und modern und habe Selfies gemacht mit Zuschauern. Voll gut. Ja, stimmt. Ich habe einen kleinen Duna-Base-Aufkleber gehabt für den Jack. Das stimmt. Ich war nicht ganz unvorbereitet. Aber ich wusste auch, dass der Jack mir Autogrammkarten mitbringt. Ich habe ihn nämlich genötigt dazu. So, und jetzt zeitraffern wir mal darüber. Ansonsten, mein Devil, wenn du dir mit Ausrufezeichen Discord den Link zum Discord holst und in den Discord-Chat reingehst, das gilt natürlich auch für alle anderen, die da noch nicht sind, da im Discord-Chat wiederum ist dann oben rechts ist so ein kleiner Pin zu sehen, wie so ein, wie nennen die sich Pins, hier diese Stecker-Dinger, mit denen man Sachen an eine Pinnwand macht. Die heißen Pins. Pin, Stecknadel? Nee, Pinnadel. Haben die Namen? Pins halt. Und dort ist auf jeden Fall der Link zu der Liste, glaube ich, gepinnt, wo man sich anmelden kann. Ich bin mir zu 75.000% sicher. Nupsi heißen solche Sachen nur beim Militär. Oh Gott, jetzt hier, zack. Der Neo hat es, glaube ich, gepostet. Und ist direkt vom Nightbot verprügelt worden dafür. Das tut mir leid. Geh in Discord rein und hol dir da den Link. Ich glaube, der Nightbot möchte nicht, dass irgendjemand Links postet. Danke, Neo, dass du es trotzdem versucht hast. Es tut mir leid, dass ich dich in dieses Vergehen reingeredet habe. So, apropos, sollten wir nebenbei noch gucken. Ah, genau, da sind unsere Startfenster nach Duna und so weiter. Da haben wir aber auch noch ein bisschen Zeit. So, dann machen wir jetzt hier gleich mal eine Bremsung und unser neues Ziel ist ja diese jener welche Raumstation, die ich jetzt wieder mal irgendwie am Rand erwischen muss. Saddest Target. So, und dann gucken wir mal, was wir tun müssen, um die möglichst genial zu erwischen. Ach, guck mal. Guck mal, wie ich das wieder hingekörbelt habe. Piu! 4,5. Can we do better? Yes, we can. Komm, wir machen einen direkten Approach auf unter 1 Kilometer. Einfach nur, weil wir es können. 800 Meter? Check. So, jetzt müssen wir langsam mal den Zeitraffer rausnehmen. In der ganzen Geschichte hatte ich ja eigentlich schon Habitation angeschaltet. Ja, vielleicht mal eine Maßnahme, bevor die hier irgendwie durchdrehen in der Bude. So, wie viel Habitation haben wir denn? 69 Tage, ja, das reicht. Da werden wir wohl ganz knapp an der Station ankommen. Genau, Mindevil, ansonsten kannst du später einfach auf meinen YouTube-Kanal rübergehen. Den findest du auf youtube.com/wintermancer und da ist in den aktuellen Aufzeichnungsvideos von Hardcore Colonization auf jeden Fall in der Videobeschreibung immer der Link zur Liste mit drin. Ab Folge 5, glaube ich. Immer. Jede einzelne Folge. So. Jetzt zappen wir uns hier mal an die Stelle, wo wir eine Bremsung machen. Denn wir wollten ja heute mal keine Zeit vergeuden. Genau, 99% von allen sind auch im Discord. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Pro- oder ein Kontra-Argument für Discord ist, aber auf jeden Fall sind da alle. Da kann man auch Fragen stellen. Also man kann Fragen stellen, meistens antworten sie alle nicht, aber... Und Idel spammt da noch mehr als woanders. Ne, Idel. So, Bremsmanöver in den Orbit rein. Das reicht jetzt mit der Stage natürlich nicht mehr ganz. Ist aber auch nicht so wild, weil wir jetzt auf unser letztes kleines, ich nenne es mal Orion-Modul, runtergehen können. So, und bremsen uns hier gemütlich
in aller Ruhe in unseren Orbit rein. Also es ist kein Orbit. Genau genommen ist es suborbital, was wir da gerade tun. Das habe ich auch gesehen. Aber wir haben dann hier nur 250 Meter pro Sekunde Geschwindigkeitsunterschied rauszubrennen. Das müsste ich relativ gut aus dem Handgelenk geschüttelt kriegen. Vom Treffer her. Und dann sind wir wenigstens gleich an der Stelle, wo wir docken können. Und kommen auch, und das ist jetzt der Superhammer, guck mal. Wir fangen sie ab in dem Moment, wo sie aus dem Dunkeln ins Licht kommt. Das heißt, wir können sofort im Sonnenlicht Dockingmanöver. So, ich brauche so eine Goldkette oder irgendwie sowas. So. Also, das kriegen wir heute alles, glaube ich, ganz gut und schnell hingeschnorpelt. Apropos hingeschnorpelt, alle, die noch nicht Folge 113 von Hardcore Köbel gesehen haben, es ist ein Psychothriller. Besorgt euch irgendwas für eure Nerven. Am besten Baldrian-Tee, zusammen mit Schlaftabletten, um wieder runterzukommen. Es ist ein Psychothriller. Ja, ja, Ibok, du kannst da nicht alleine bleiben. Für immer. Aber ich hoffe, du hast schon mal ein bisschen was vorbereitet und so ein paar hübsche Blumen und sowas im Dingsbums in diesem Botanikteil angepflanzt. Es kommt jetzt professionelle Unterstützung und du musst das auch positiv sehen, es ist eine Frau mit dabei. Guck mal, wir haben Wissenschaftler mit dabei, Biologen mit dabei, Ingenieure mit dabei. Wir haben hier alles. Alles. Können wir noch einen Report machen? Nee, ne? Im Moment nicht. Machen wir gleich. Auch ein bisschen Scheinsch einsammeln für unterwegs. So. Jetzt schauen wir mal, dass wir das hier ordentlich machen. Na gut, so viel zum Thema ordentlich. Müssen wir noch ein bisschen mehr bremsen. Guck gerade, wie viel Delta wie ich noch habe, aber das sieht gut aus. Können wir uns erlauben. Ich kann ja hier nicht mein perfektes Manöver wegen solchen Kleinigkeiten wie unexaktem Fliegen opfern. Hey, und Dankeschön für das Follow Devil to Get. Devil to Get. Ich erwähnte bereits 1 bis 15 Mal, dass ihr alle echt abgefahrene Nicknames habt, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, in welche Richtung wir müssen, damit wir das hier noch ein bisschen kleiner bekommen. Das war die Antwort auf meine Frage, aber war gleichzeitig auch irgendwie falsch. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier doch nicht. So ist besser. Oh ja. 400 Meter, check. So. Gut. Gut, 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 gut. Mamas Liebling als Lätzchen, das weiß ich nicht. Kommt das denn so gangstermäßig genug rüber, so ein Lätzchen? Wo ist denn jetzt der Mond hin? Ich habe den Mond verloren, Hilfe. Ach da. So, ich würde sagen, wir zeitraffern mal ein Stück. Auf unserem Sturz in Richtung Mond. Achso, ich wollte noch was machen, bevor wir hier in Richtung Mond stürzen. Die gute Frau muss mal ganz kurz die Daten hier rein und rauspacken, damit wir einen neuen Crew-Report machen können und einen EFA-Report. Das will ich fürs Labor haben, dass das Labor was Produktives tun kann. Dann haben wir zumindest schon mal ein bisschen Daten. Und wenn wir das jetzt noch im High-Orbit machen, können wir dann nochmal im Low-Orbit zuschlagen. Und das Labor vollstopfen. So, Supplies werden langsam leer gefressen. Oh, ich merke gerade was. Wir haben da ein klitzekleines Stromproblem, sehe ich gerade. Aber das löst sich, glaube ich, noch bevor wir ein Manöver fliegen müssen. Was ist denn heute mit dem Mond los? Ich verliere ihn dauernd. Das löst sich... Ja, das löst sich locker, bevor wir ein Manöver fliegen müssen. Bitte, Strom, löst dich, bevor wir ein Manöver fliegen müssen. Oh, Gott sei Dank. Huiuiuiuiuiui. Das war ein bisschen knapp. So, wir wollen Target Retro gehen. Denn wir müssen ja unsere Geschwindigkeit angleichen. Und da kommen wir auf die Raumstation zu. Noch haben wir 200 Kilometer Abstand. Aber...
Was sind denn die zwei oben auf dem Mond? Das ist irgend so ein Auftrag oder irgendwie sowas. Resource Load. Lode. Kann mal jemand nachgucken, was Lode heißt? Auf Englisch? Gibt es bestimmt irgendeine Mission. Aber ich sehe nichts in der Richtung gerade. Von meinem Ressourcenscan wird mir gerade gesagt, ist das. Ja, also irgendwas ist da. Irgendwelche Ressourcen wahrscheinlich. Erzhaufen. Ah ja. Okay, Erzhaufen. Was es nicht alles gibt. Total abgefahren. So, wir haben jetzt noch knapp eine Minute, ein bisschen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal langsam mit dem Bremsen an. Damit wir schon mal die Geschwindigkeit angleichen. Und vor allen Dingen auch nicht sterben, weil nicht sterben fände ich prinzipiell mal eine gute Maßnahme. So, wie ist das hier? 1,59. Okay, das heißt, wir können ein bisschen runtergehen mit dem Dings. Also ich will, dass die Zeit hier sinkt, weil sonst heißt das ja, dass wir so schnell bremsen, dass wir vorher schon gestoppt haben. Und ich möchte natürlich gerne, dass wir irgendwann die Station auch auf 400 Meter treffen. Deshalb nehme ich jetzt ein bisschen Schub raus. Nur erstmal auf Vollschub gehen, um zu gucken, ob es überhaupt schaffen kann. So. Ja, Erzhaufen war mir auch neu. Wie lange streame ich heute? Ich streame im Regelfall so 2 Stunden, das heißt heute bis circa 23 Uhr. Danach gibt es dann die Folge natürlich zu gucken auf Twitch. Da findet ihr unter Videos für alle, die ein bisschen eher vielleicht ins Bettchen wollen, weil sie arbeiten müssen oder sowas. Und für alle anderen, die das lieber auf YouTube gucken, gibt es die Folgen dann in praktische Halbstundenhappen geschnitten im Laufe der nächsten Woche. Wobei morgen erstmal noch die letzte Folge vom letzten Livestream kommt. Genau. Diese Haufen kann man dann auch abbauen. Das dachte ich mir fast. Aber danke. Wäre ja schade, wenn man die nicht abbauen könnte, sondern nur angucken. Das würde es irgendwie blöd machen. So. 14 Kilometer. Ich lasse mich jetzt mal so ein bisschen randriften noch. So auf 10. Ah, da geht noch was. Kommt. Machen wir mal 5 draus. Und dann machen wir die Bremse rein. So. Und feuerfrei. Sehr schön. In 30 Sekunden sind wir da. Bisschen mehr natürlich, weil wir parallel bremsen. Aber gleich kommt die Raumstation in Sicht. Gleich müsste es auch einen kurzen Ruckler geben, weil sie lädt. Ruckel. Ich glaube, das war es auch schon. Und jetzt müssen wir nur noch unsere Geschwindigkeit ein bisschen angleichen. Während sie langsam auf 500 Meter näher kommt. Jetzt kann man sie langsam auch schon erkennen. Und ich glaube, jetzt dürfen wir auch mal ein bisschen mehr bremsen, damit sie nicht an uns vorbeifliegt. Das sieht doch alles ganz gut aus. Sehr schön auf den Punkt genau runtergebremst. Gute Arbeit, Igruschka. Also die 500 Meter können wir halten. Und jetzt müssen wir uns dann nur noch gemütlich annähern und haben sogar noch 1300 Delta Vidan übrig, um auch mal nach Hause zu kommen. So. Ja, das ist natürlich eine gute Frage, Devil to Get, und ich kann dir die nicht beantworten, aber ich kann dir ein anderes Angebot machen. Du kannst jetzt den Livestream gucken und dann einfach auf meinem Kanal andere Videos gucken, die auch alle echt super sind. Also da gibt es genug Material an Videos. Du könntest zum Beispiel einfach die Vorgängerserie oder die noch parallel laufend, immer noch laufende Serie Hardcore Kerbal gucken, die nicht so sehr auf Kolonisierung fixiert ist wie diese Serie und auch ziemlich gut ist. Und der Tamien hat sich, oder Tamien, ich weiß es nicht, Tamien oder Tamien, sag doch mal, ob es Tamien oder Tamien ist, aber auf jeden Fall herzlich willkommen bei den Kerbonauten. Und du bist pünktlich zu einem ganz hervorragenden, also ich hoffe, ganz hervorragenden Docking-Manöver erschienen. So. Und jetzt nähern wir uns der Sache mal langsam an. Ich glaube, 10 Meter pro Sekunde sollten wir auch nicht überschreiten.
Denn wir haben ja nur noch 400 Meter Abstand. Das heißt, in 30 Sekunden ist ein Schlag gleich. Also noch nicht ganz 30 Sekunden, aber wenn ich hier noch ein bisschen rumeier, sind es 30 Sekunden. So, wir können schon mal Control from here machen. So, da kommt schon mal die Sonnensegelfarm. Sehr schön, dann können wir uns da gleich einen hübschen Dockingport aussuchen, der frei ist für uns, damit wir da andocken können. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Ich bin mir sicher, dass wir es schaffen. Hat bisher immer geklappt. Kann ja jetzt nicht viel, aber docken kriege ich meistens noch hin. So, jetzt nehmen wir mal langsam ein bisschen Geschwindigkeit raus. Ach, guck mal, da sind wir auch direkt an so einem Docking-Node angekommen. Das ist doch schön. Dann halten wir da doch an und nehmen uns direkt so ein Teil. Langsam. Mehr langsam. So. Und hervorragend. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, jetzt drehen wir das Ding mal richtig rum, damit ich hier klarkomme mit der Steuerung. Und nehmen uns mal das hier als Ziel. So, dann müssen wir jetzt darüber. Schwupp. Sehr schön. Oh, habe ich die Dinger vernünftig eingestellt? Doch, oder? Ja, habe ich. Sehr schön. Sehr vorbildlich von mir. Danke nochmal an Jack für diesen tollen Tipp, der immer noch ganz hervorragend ist. Gut, und jetzt boosten wir uns mal als erstes nach oben, um parallel zu unserem Dockingport zu gehen. Oh, wir könnten das natürlich auch. Was war das denn für ein Geräusch? Oh, habe ich gerade so ein Baugeräusch gekriegt. Ganz eigenartig. Warum sehe ich eigentlich auch nichts? Aber da müsste gleich die Station kommen. Irgendwo. Oh! Ich habe sogar Dingsbums, Raster Prop Monitor installiert. Wann habe ich das denn gemacht? Verdammt. Wie cool ist das denn? So, jetzt müsste aber gleich was durchs Fenster zu sehen sein. Hallo? Wir könnten natürlich internes Docking machen, wenn ich mir die Stelle mal raussuche. Warum kommt da nichts? Eigentlich müsste ich irgendwas zumindest sehen. Oh, ja, das erklärt warum. Haha, das war ja doof. Augen auf beim Andocken und nicht innen drin hocken. So, wartet mal. Muss mal ganz kurz zurückfahren. Das ist ja nicht so schön. Bin schon ein bisschen rangedriftet, ne? So. Sowas kommt von sowas. Warum sehe ich denn nichts? Weil ich mit dem Cockpit an der Station vorbeigeflogen bin. So. Das könnte es natürlich in dem Falle erklären. Sehr schön. Nein, hier gehen keine Panels drauf. Alles ganz geblieben. Alles ganz in Ordnung. So. Zack. Hier. Schwupp. Jetzt machen wir das mal einmal sauber. Jetzt, ich wollte mal gleich gucken, ob ich das. Ob ich das von intern fliegen kann. Ich brauche dann nur irgendein Docking View. Oder ich mache es über den Standard Navball. Das wäre auch witzig. Dann habt ihr was Cooles zu sehen aus dem Fenster. Geht das? So. Muss ich nur einmal gucken, ob ich nicht irgendwas. Ja, wir können es so machen, oder? Ich habe, glaube ich, sonst nichts Vernünftiges installiert. Nee. Dann machen wir es über den. Passt up. So. Jetzt drehen wir uns erstmal so, dass ihr was sehen könnt bei dem, was ich hier tue. So. Wo ist meine Geschwindigkeitsanzeige? Surface Speed. Ich will nicht Surface Speed, ich will.
Target Speed, da ist er. Der Target Speed, okay, damit kann ich arbeiten. Gut, dann kriegt ihr jetzt mal ein IVA-Docking, würde ich sagen. So, RCS ist an, check, okay. Dann müssen wir jetzt ein bisschen hoch, bisschen links, bisschen rechts, bisschen links. Und jetzt erstmal vorwärts drauf zu.